Ich habe versucht, mir so wenig Erwartungen wie möglich zu machen, weil ich ja wusste, dass es im Endeffekt eh dann ganz anders wird. Es hat sich aber eigentlich alles ganz gut und sehr positiv herausgestellt. Also die Erzieher sind eigentlich sehr nett und gehen ganz gut mit den Kindern um. Also man kann sich überhaupt nicht beklagen, vor allem im Verhältnis, was man sonst so aus den Grundschulen und so weiter hört. Also ich bin sehr begeistert einfach von den Kindern an sich. Und ja, also sie kommen ja sofort auf einen zu, sind sehr offen. Ja, also die Hauptverantwortung trägt auf jeden Fall der Lehrer. Das ist auch so und das wissen die Lehrer auch. Also die sind ja eigentlich immer da und haben auch wirklich immer alles unter Kontrolle. Und wenn es dann raus in die Spielpause geht, dann sind halt sozusagen, ist der Fokus eher auf uns, weil wir dann halt mit den Kindern auch spielen. Ich glaube auch, dass es für die Kinder auf jeden Fall Vorteile gibt, weil sie dadurch Nähe und Liebe bekommen. Von denen, also wir wissen ja, dass viele das zu Hause nicht bekommen. Und die Erzieher müssen halt trotzdem noch immer all die Aufgaben im Hinterkopf haben und können deswegen auch nicht unbedingt so viel Liebe oder Nähe jetzt schenken. Und dafür sind die Volunteers da und das machen, glaube ich, auch alle mit viel Freude. Einfach nur mal mit denen am Schoß da sitzen, ein bisschen kuscheln, ein bisschen drücken. Also ich glaube, dass das den Kindern sehr viel hilft und dass sie das sehr genießen. Und auf der anderen Seite, den Volunteers hilft es auf jeden Fall als Erfahrung. Und das machen ja alle gerne hier, sind alle gerne da. Ich glaube, man kann hier nicht weggehen, ohne ein bisschen weltoffener zu werden. Und weil es sind halt auch generell in Kapstadt jetzt die Unterschiede zwischen reich und arm so extrem und es gibt einfach alles hier. Und ja, dadurch denkt man über die ganze Situation einfach nochmal mehr nach. Und also die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Weil es gibt so viele, die hier so wenig haben und wir leben zu Hause oder teilweise auch hier in so einem Überschwung und nehmen viel zu viel als selbstverständlich und also ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen.